Hallo und herzlich willkommen in den westfälischen Salzwelten. Mein Name ist Jessica Hartmann und ich bin kaufmännische Leitung des Museums. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem das Marketing, also auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Personalführung, das Personalwesen, aber auch allgemeine verwalterische Aufgaben, das heißt von der Rechnung bis hin zu dem Wirtschaftsplan und alle anderen verwalterischen Aufgaben. Ich bin aber auch Leitung des Besucherdienstes, das heißt zusammen mit dem Team, was Sie schon kennengelernt haben bei unserem Mitarbeiter Montag, sind wir für den Empfang hier im Hause zuständig. Das heißt, wir begrüßen Sie, wir verkaufen Ihnen Ihr Ticket. Wir sind aber auch für Ihr leibliches Wohl in unserem Bistro der Siedehütte verantwortlich. Und wir haben auch für jeden von Ihnen ein passendes Andenken an Ihren Besuch. Sie sehen also, viele Aufgaben finden nicht nur im Hintergrund statt, was meine Arbeit betrifft. Ich bin auch viel im Besucherdienst tätig. Ich habe aber noch eine weitere Funktion hier in den westfälischen Salzwelten und das ist die Geschäftsführung unseres Fördervereins. Den möchte ich Ihnen ein bisschen vorstellen, denn ohne unseren Förderverein wäre vieles überhaupt nicht möglich. Denn wir sind natürlich daran interessiert, Ihnen nicht immer die gleichen Führungen, gleichen Workshops anzubieten. Wir wollen uns natürlich stetig weiterentwickeln und auch hier auf dem Gelände in Bad Sassendorf im Museum immer wieder neue Programme entwickeln. Dies geht natürlich nur, indem man viele finanzielle Mittel hat, indem man weitere Kapazitäten hat. Und hier kommt unser Förderverein mit ins Spiel, denn wir haben sehr, sehr viele Mitglieder, Ehrenamtliche, einen wundervollen Vorstand, die dafür sorgen, dass wir bei anderen Fördergebern, bei Sponsoren Gelder bekommen, um neue Projekte umzusetzen. Ein Projekt haben wir schon so gut wie abgeschlossen, das ist die Barrierefreiheit des neuen Gradierwerkes in Bad Sassendorf. Dort haben wir den Aufzug mitfinanziert. Wir werden aber auch, und das entsteht gerade, ein Blindentastmodell errichten lassen und dies auch am Gradierwerk aufstellen, sodass das Gradierwerk auch auf andere Art und Weise erlebbar gemacht werden kann. Der Förderverein finanziert zudem für unsere neue Siedehütte unsere Siedepfanne, die auch gerade in Planung ist, und der Förderverein hat zusammen mit der NRW-Stiftung auch den Ausbau unseres Speichers ermöglicht. Den Speicher sehen Sie hinter mir. Der wird gerade restauriert. Der soll aber auch mit Leben gefüllt werden. Und im Inneren wird im unteren Bereich eine Salzküche entstehen, wo bis zu 12 Workshop-Teilnehmer alles zum Thema haltbar machen von Lebensmitteln zum Konservieren lernen und selbst durchführen können und dann auch mit nach Hause nehmen können. Das heißt, wir möchten Workshops anbieten von Käsen, Brauen, Brotbacken, Einmachen, Pökeln und, und. Also wir haben sehr, sehr viele Ideen, die wir umsetzen möchten, aber dafür brauchen wir Equipment. Und dank des Fördervereins und der NRW-Stiftung können wir dies umsetzen. Im oberen Bereich des Speichers entsteht ein Salzlabor mit modernster Technik und Ausstattung, indem wir für Schulklassen, denn auch Schulklassen und Kindergärten sind natürlich herzlich willkommen bei uns, aber gerade für Schulklassen möchten wir den Bereich MINT noch mehr ausbauen und noch mehr Programme anbieten können. Und dafür brauchen wir ein gut ausgestattetes Labor und das wird im oberen Bereich des Speichers einziehen. Sie sehen, wir brauchen also wirklich viele Mittel auch, die wir ohne unseren Förderverein gar nicht erhalten können, stemmen können. Und hier möchte ich Sie auch aufrufen oder einladen, Mitglied im Förderverein zu werden und uns auch ehrenamtlich zu unterstützen. Denn dort haben wir auch sehr viele engagierte Ehrenamtler, die uns bei all diesen Projekten helfen.